Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kavi Let's Play. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer entspannten Runde Emergency 4 der Modifikation Biberfelde 2020. Ja, es ist lange her, dass ich es mal gespielt habe, da habe ich es aber noch nicht aufgenommen. Und jetzt versuche ich mich mal erstmalig seit längerem wieder. There are reports of a traffic accident involving several vehicles. Verkehrsunfall. Eingeklemmte Person. Ja, würde ich sagen, da schicken wir auch auf jeden Fall mal einen Rüstzug hin. Nochmal Wunderbare 1. Dann haben wir ja glücklicherweise. Können wir mal direkt den Rettungsdienst von hier vorne holen. Eigentlich sind die Freiwilligen nicht weit weg. Wir rüsten mal auf und alarmieren noch direkt das HLF von der Freiwilligen mit. Und eine Funkstreife holen wir uns mal hier hin. Wir nehmen die Karre direkt mit. Den stellen wir mal direkt hier hin. Ja, ich hätte gerne auch von Wache 2 den Rüstwagen. Der steht aber hier hinten. Den hätte ich auch gerne noch hier runter. Den alarmiere ich mir erstmal hier hin. So, dann das ist natürlich jetzt schon mal ganz gut. Den RTW hätten wir mal direkt hier vorne. Die NEFs, das NEF. Das nehmen wir schon mal hier direkt hin. Kann auch schon mal direkt aussteigen. Sobald der Rüstwagen, ja, sobald das HLF steht, können wir dann direkt. What's that? On my way. We'll be done immediately. Da kommt der Rüstwagen. On my way. So, aussteigen. Yeah, on our way. Den haben wir mal einfach zur Verstärkung da stehen. Yeah. Du rüstest dich jetzt einfach mal mit Scherenspalze aus. Der Rüstwagen steht ziemlich weit weg. On my way. Got it. Ja, schauen wir mal. Yeah. Yes, sir. Du kannst jetzt mal. Hätte ich von vornherein machen sollen, ne? We'll be done immediately. Dann sollen die mal abdampfen hier die Kisten. What's up? On my way. Und der auch direkt. Den bauen wir direkt mal auf. Notarzt nach vorne. On my way. Und zweiter RTW kommt mal direkt hierher. Listening. On our way. What's up? Und für ein bisschen Spaß jetzt mal von hier an. Ja, theoretisch hat das jetzt komplett die Wache 1 erledigen können. On my way. Aber damit er hier auch mal was zu tun hat, der Junge, kriegt er erstmal Ölbindemittel. Du Kamerad, du holst mal den Besen. Ja, ich muss sagen, das ist eine der geilsten Mods, meiner Meinung nach, die es für Emergency gibt. Die ist einfach richtig, richtig stark. Und das sieht nicht gut aus. Echt ein Blutverlust, würde ich sagen. Ja, welche auch noch ganz geil ist, ist die Wegberg-Mod, aber das hier ist jetzt nicht Emergency 4 selber, sondern hier diese abgespeckte Version auf Steam. Ich werde mir aber Emergency 4 auf jeden Fall nochmal holen auf Steam, damit ich auch mal die ganzen anderen Mods wieder spielen kann. Also wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare.
Ich bin für die Mods offen. Würde auch Mods, die ich noch nicht gespielt habe, auf jeden Fall anspielen. Also, da bin ich für jede Chance da zu haben. Ne? Das ist einfach so, wie es ist. So, die holen erstmal die Tragen. Komm, lass mal wieder reingehen. Ich glaube, das eine HLF macht das, managt die ganze Geschichte ganz gut. Aber theoretisch brauchen wir den Rüstwagen schon bei so lang kaum noch, aber der wird einfach mal vielleicht mitgeschickt. Ja, mach das schon mal weg. Wie sieht das denn hier aus? Das sieht doch schon mal gut aus. Du kannst ihn mir schon mal abholen. Können die direkt im Verbund jetzt gleich reinfahren. Ass rein, easy. Da steht erstmal zielmäßig rum hier. So, zweiter Schwerverletzter. So, wie sieht's hier aus? Gerade so gerettet im letzten Moment, ne? Also, hätte man mal schauen müssen. Okay. Also, wenn mich nicht alles täuscht, wird da bestimmt noch. Na, wir packen den mal eben wieder ein. Den ELW, wir versetzen jetzt einfach mal das HLF ein Stück. Damit der Abschlepper kommen kann. Habe ich jetzt zu viele bestellt oder eher nicht so? Das ist jetzt die Question. Ich habe einen zu viel bestellt, sehe ich gerade. Ja, eins, zwei, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, einfach mal in die Kommentare. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr ja ein paar Ideen schickt oder wenn ihr sagt so, jo, ihr, ich soll einfach mal nur Einsätze machen, also die Einsatzpause hier aufrechterhalten und einfach mal selber eine auslösende Großlage daraus machen. Okay, das ist jetzt erschienen. Was ab? Got it. Auf jeden Fall holt er sich jetzt mal hier. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Also, ich würde sagen, wir schicken mal den Rüstwagen wieder an Status 2. Hier haben wir jetzt gleich sowieso mehr Platz. Das können wir wegmachen. Yeah, on my way. Ja, das sieht gut aus. Ja, dann können wir den. Der zweite Schlepper wird das schon schaffen. Ja, wenn du neu auf meinem Kanal bist und ganz frisch dazugestoßen bist. Und dir das gefällt, was ich hier mache, dann lasst gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Auch über ein Däumchen nach oben, wenn dir das Video gefällt. Und schau einfach mal nach, vielleicht findest du noch was anderes auf dem Kanal, was dir gefällt, wo du sagst, ja, yeah, da hab ich Bock drauf, das möchte ich auch sehen. Dann einfach mal schauen, schau mal in die Playlist. Ich mache verschiedene Let's Plays zu verschiedenen Spielen, auch zu älteren Spielen, wie man es bei Emergency hier sieht. Ja. Oh, die können schon mal einrücken. Du bleibst doch nochmal hier stehen. Der C-Dienst kann auch reinfahren. Das versuchen wir nochmal jetzt. Der hat eh kein Bindemittel mehr und dann schicken wir den hier gleich rein. Oh, Streifen können wir auch schon mal reinschicken. Ja. Und Abmarsch. Dann ist aber die Straße schon mal geräumt und dann machen die das eben weg. Mit dem Klaff hier. Dann noch zwei B-Belts. Dann schwingen wir den Besen, Kollege. Ast rein. Ja, perfekt. Für kleine Ölspürchen kann man den echt super nehmen. Das ist eine schöne kleine Karre hier. Gefällt mir richtig gut.
kleine technische Hilfeleistung, PTU und so ein Kram, optimale Karre. Auch schön. Steckleiter oben am Dach. Wenn ich das richtig sehe, zweiteilig, ne? Nur als zweiteilige Steckleiter, aber reicht das schon. Für die kleineren technische Hilfeleistungen, falls einmal fährt eh die Drehleiter landet. Ja. Der fährt auch rein. Jo, perfekt. Ja, dann sind wir wieder einsatzbereit auf Wache. Das war nur, bis der Einsatz abgeschlossen wird und dann geht das schon los hier. Oh, der C-Dienst hat sich aber auch praktisch reingestellt. Hä? Na geil. Ja. Ja, zu meiner Person. Was vielleicht auch ganz interessant ist, ich nenne keine Orte, ne, aber ja, ich bin natürlich auch Feuerwehr geschädigt. Ne? Ich bin selber auch Feuerwehrmann. Ich war viele Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr. In meiner Heimat, in einem Löschzug und in der Kreisstadt. Stützpunktwehr unterwegs. Wir hatten auch eine Drehleiter, wir haben zwei LS gehabt. Und zu meiner Zeit war noch der Tanker da, der 2450, ein LW2 hatten wir da. Der Teilkomponente für einen Gefahrenstoffzug. Ja, seit 2011 bin ich bei der Berufsfeuerwehr. Krankentransport. Da hier oben im Krankentransport, da liegt er schon rum. Da oxidiert der. Ich muss mal in den KDW suchen, das müsste der hier sein. Na ja. Dann wird er mal eben abgeholt jetzt. Ja, ich bin seit 2011 bin ich bei der Berufsfeuerwehr. Ich habe 2011 meine Medical Ausbildung emergency. Gemacht. Someone has fallen and is slightly injured. Treat and remove. Ah ja, das war's ja wieder komplett. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Die Freiwilligen mit rauszuschicken. Oh, jetzt haben wir P-Tür, ne? Direkt auf meine Ecke. Reizdarm, du. Ja, schicken wir mal hier ein RDW. Wir haben ja noch einen hier ohne. Schicken wir mal ein RDW da runter. Ist ja direkt ums Eck. So, schauen wir mal, ob wir den Dreck kriegen hier. Oder ob ich hier irgendwie so ein Hexenwerk machen muss. What's up? Macht ja wahrscheinlich das alles von alleine, ne? So mit den Krankentransporten hier habe ich gar keine Erfahrung. Ja, wie gesagt, seit 2011 habe ich meine Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr angefangen. Bin 2012 fertig geworden und seitdem bin ich bei der Berufsfeuerwehr mittlerweile auch schon befördert zum Oberbrandmeister und möchte natürlich auch mal Hauptbrandmeister werden. Hä? On our way. Ja, das ist so, das ist mal zu meiner Person, das heißt, ein bisschen Ahnung habe ich, nicht viel, aber ich weiß zumindest, was ein LF ist, ich weiß, was ein Drehleiter ist, weißt. Ja, nee, nur damit ihr wisst, wer ich bin, was ich mache und ja. Schauen wir mal. Ach ja, Rettungsassistent bin ich auch und mache irgendwann noch demnächst meinen Notfallsanitäter. Ja, das ist so wie das ist. Naja, aber ansonsten. Someone has suffered a stroke. Stroke. Ja, du willst dich gut an, schick mal ein RTW, eine R. Wie sind wir beide gerade erst auf der Wache gekommen? Meine zwei Freunde hier. Ja, würde ich noch fast sagen, ist so Grenze, BF und das ist halt, die haben halt auch einen relativ guten Weg, die anderen auch, und sind gerade erst auf der Wache gekommen. Ja, guck mal, können wir direkt abfrühstücken. Easy. Boah, das passiert andauernd. Immer wenn ich sage easy, nicht immer, aber oft, meldet sich
mein Communicator. Ja, sehr schön. West Knight, on the way. So, guck mal. Ja. Ist er adipös? Dann hätte es braucht die andere Kiste. Schöner Striker-Trager. Da haben wir den erstmal hoch und dann passt das. Also, ich weiß nicht, was sagt ihr zu Viva Feldemont? Gefällt ihr euch? Oder spielt ihr die auch selber? Oder spielt ihr gar keine Merchancy und habt einfach Lust zum Gameplay mal zu sehen? Oder wie sieht das aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Fände ich total spannend und total cool. Ja. Gestern habe ich die Wuppertal-Mod bei Emergency 5 gestreamt. Ja, war wieder ziemlich cool, ist auch ein bisschen am Chaos geändert, wie das manchmal so ist. Ne? Und ja, hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. War eine sehr geile Sache. Ich hatte Spaß und das ist. So soll es ja sein. Ich freue mich auch, wenn das neue Update kommt. Also es gibt ja die Biberfelde-Mod für Emergency 4, das ist ja nur 1.2, ist ja die höchste. Die 20er ist ja schon eine Submod. Die 2020. Und die Wuppertal-Mod, die wird ja noch für Emergency 5 weiterentwickelt. Und ja, da wird es auch eine Biberfelde-Mod geben. Und da bin ich ganz ehrlich, da freue ich mich auch riesig drauf. Die Biberfelde und die weiteren Updates von der Wuppertal-Mod, das wird sehr spannend. Freue ich mich ziemlich stark drauf. Das denke ich ziemlich cool werden. Doch, denke ich, eine ziemlich geile Sache. Ja. Ach ja, da warten wir mal. Jetzt haben wir die Einsätze abgearbeitet. Bei Verletzten im Stadtgebiet. Der Krankentransportverkehr zu Hause. Und Transport haben wir erledigt. Das Nett fährt so hinterher. So, jetzt haben wir nur zwei Verletzte im Stadtgebiet. Ist da irgendwas? Habe ich da irgendwas vergessen? Hä? Ah, jetzt mal. Einfach mal so aus Interesse. Ah, ich habe den doch gerade abtransportiert, oder nicht? Ach, der fährt mal da oben. Jo. Ui. Da war der mal drin. Patient ist drin, der fährt wahrscheinlich in ein anderes Klinikum oder lädt er den jetzt hier ab? Jetzt hat er abgeschlossen, okay. Okay, ich hab doch gar nichts gesagt. Bitte nicht schimpfen. There are reports of a traffic accident involving several vehicles. Treat all casualties and take them away. Oh, Bugge, ich sag es dir. Oh. Da würde ich jetzt als allererstes mal. Wieder den Rüstzug, den würde ich jetzt mal hier direkt auf die Gleise. Donnern. Plus RTW NEF. Wir haben aber eine überfahrene Person, das heißt, ich muss definitiv ein zweites NEF. Das würde ich mir jetzt von außerhalb holen. Den setzen wir mal hier hin. Und eine Streife brauchen wir safe. Den holen wir mal hier hoch wieder, Streifenwagen. Jo, die Gleise machen wir mit dem ELW zu. Und mit dem NEF natürlich. Ja, da brauchen wir jetzt natürlich hier direkt. Der ELW macht die Gleise hier zu. On the way. Attention, rioting civilian. Arrest and remove. If necessary, treat any casualties and take them away. Passt, wir haben jo. Das ist genau so, wie es nicht so laufen sollte gerade. Roger. Wir müssen einen hier reinsetzen. Das HLF sollte hier hin. Die Gruppe fährt mal eben hier rüber. Jo, jetzt haben wir einen zweiten Verletzten hier. Es kam zur Schlägerei. So, dann erstmal, der steht hier komplett im Weg. Boah,
schauen wir mal. Let's go! What's up? On our way! Nee. So, die Richtung. Yeah? We'll be done immediately. Nee. On my way. Ja. Ist halt so wie es ist. Got it. Also die andere Bahn fährt zurück. Da machen wir jetzt nichts dran gerade. Du holst jetzt erstmal Schere Spreizer. Wie sieht das hier aus? Nicht ganz so pralle. Fahr mal hier vor. Das ist ein bisschen schade hier, dass das so komplett überhell ist, sag ich mal. Brauchen wir safe zwei im Rettungswagen. Consider it done. On the way. Du fährst da hoch. Nutzt ja nix. Yeah, got it. Wo ist der? Yes, sir. Mal einmal rausschnibbeln. Rausschneide die Jung. Tun wir mal schön rausschneide. Sehr, sehr gut. Okay. Können wir so mitnehmen, abtransportieren. Wie sieht das hier aus? Strehe ich mal aus, Jung. Hol dir mal die Trage. Hol dir mal die Trage. Das ist vor Doktor. Fahr du mal her, dann haben wir ein bisschen die Straße wieder frei. Dann kann der Verkehr jetzt gleich fahren. Will be done immediately. Frau Doktor, kommen Sie schon mal hier ein Stückchen nach vorne. Trage. On our way. Kannst rein. Listening. Vielleicht mal mit rein, überfahrene Person, da sollten wir. Das wird ein Polytrauma sein, ne? So, RTW fährt mit, NER fährt mit. Ja, ist ein bisschen voll hier auf der Gleise. Wie sieht das aus? Wo ist eigentlich das Klaffen? Ach, yo, das konnte gar nicht mit ausrücken, das Klaff. Da ist nur ein HLF gewesen. Ich dachte bewusst, dann hätten wir das zweite HLF. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dass wir hätten besser das zweite HLF mal mitschicken sollen. Einen Löschzug brauchen wir ja jetzt nicht. Okay, du kannst einrücken. Yeah. Nochmal von der Straße runter. On the way. Yeah, we'll be done immediately. Oh, steht stark unter Schock, der Gamer. What's up? On the way. Hatte ich noch irgendeinen Einsatz offen? Ja, den habe ich ja gerade abgearbeitet quasi. Gehen wir eben hereingucken, was da noch ist. War das ein Diebstahl oder was? Ich hab doch keine Ahnung. Ich glaube, ich hab da nicht richtig aufgepasst. Hä? Schön. So muss das, ne? Ne, hier ist alles Roger. Der Schlepper ist auf dem Weg. Komm, die 110 kann einrücken. Du kannst auch einrücken, der ELW kann auch. Okay. Und dann haben wir die Gleise wieder geräumt. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann kann die nächste Straba kommen. Stramm wollte ich sagen. Eigentlich ist die nächste Tram. Kann dann kommen, oder Straba, wie auch immer. Oh, auf der Berliner Street. Ja, dann warten wir eben, bis der Schlepper da ist und die Karre abschleppt. Und dann haben wir die Einsatzstelle auch geräumt, soweit, ne? Jo, ging ja dann doch relativ schnell mit dem Verkehrsunfall. Medical emergency, report of a circulatory collapse. Treat and take the victim away. Oh, tut's weh. Oh.
Oh, wollen wir mal da oben, da runter. Aber er schafft es auch gleich, abzuschleppen. Er hat es gleich geschafft. Kann schon mal auf Tage handeln. Sau ich das. Oh, sobald wir unten sehen, sobald wir hier sehen, dass die Fahrzeuge da sind, dann setzen wir da runter. Okay, können wir jetzt schon. Jo, ihr macht natürlich komplette Weltreise. Medical emergency. Someone has suffered a severe heart attack. Treat and take the victim away. Okay, schon mal vorbereitet. On the way. Das NRF holen wir auch uns weg, Tirona. Heißt Alarmierung. Geht weiter. Herzinfarkt. Schauen wir mal. Wo bleiben die Ladies and Gentlemen? Ja, war eine War eine VU-Runde, würde ich sagen. Das war eine VU-Runde. Kommt das Doktor-Auto auch schon? Wir gucken mal eben, vielleicht können wir den schon einladen hier unten. Das wäre der Masterplan. Ja, können wir. Komm, 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 rein, 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 rein. Wo ist der Herzinfarkt? Wo liegt der? Mal blind, ich bin auf Ohren. Jo, da liegt er. Das war's ja komplett. Ui, gerade so gerettet. Letzten Moment. Attention, rioting civilian. Arrest and remove. If necessary, treat any casualties and take them away. Die streiten. Das muss doch nicht sein, oder? Rechte, Auto. Ist er abends nicht besetzt? Dann müssen wir von Wache 2 den RTW schicken. Nutzt ja nix. Junge, der muss auch alle verprügeln hier oben, ne? Muss ja sein. Er verkloppt den zweiten da oben. Schicken wir halt noch einen zweiten Erde wieder hoch. Muss ja sein. Er meint, er muss alle einfach umkloppen. Und den dritten. Was ist denn Polizei? Wollen die auch mal kommen? Oder ist das nicht Sinn? Ah, 110 eingetroffen. Ja, der dritte macht auf jeden Fall dicke Backen jetzt gleich. Ach, Glück gehabt. Ja, zwei Verletzte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einfach nur frech, ich sag es euch. Ich sag es euch. Können wir direkt einladen. Dann gehst du jetzt nochmal hier, schon mal gucken. Geh nochmal hin. Gucken, bevor der andere RTW eintrifft.
Yeah, will do. Ja, das sieht gut aus. Dann kann der andere nämlich auch direkt einladen. Dann ist hier nur noch einladen angesagt. Einpacken, losfahren. So machen wir das jetzt. Übergabe ist gelaufen. Zack. Yeah, I'm on it. Perfekt. On the way. Super. Ja, da guckst du, wa? Kollege Schnürschuh. Perfekt. Ja, würde ich sagen, haben wir abgearbeitet. Ja, man hat ihr vorgestellt. Oh, das Neff ist jetzt außer Dienst. Das weiß ich noch. Das scheint auch der Erdbeer hier da oben. Kann aber nicht sein, oder? Man muss ihn jetzt zumindest auswählen können. Ah, ich kann, jetzt kann ich ihn wieder auswählen. Kann das sein, dass er gerade erst reingekommen ist, dass er deswegen war? Ja, das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, aber jetzt geht er wieder. Jetzt habe ich quasi alle drei wieder in der anderen Frage. Ja, schauen wir mal, was als nächsten Einsatz noch kommt. Sehr stark, sehr stark. Ja, auch wenn die Mod, ja, obwohl so alt ist sie ja gar nicht, muss man noch dazu sagen. Also ich finde, sie ist echt eine geile Mod. Also diese, wenn man die Dinger hier sieht, das liegt einfach an der Version von Emergency, die ich gerade spiele. Das ist einfach die Emergency Version. Someone has suffered a stroke. Treat immediately and take the victim away. Wieder ein Stroke-Fall. Ein RTW schicken wir hier runter. Haben wir noch ein NEF? Ja, perfekt. Ast rein. Ja, es ist eine sehr, sehr, auch optisch sehr, sehr schöne Mod. Also, das Spiel ist ja sehr, sehr alt. Es ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, von 2006. Und, das ist optisch sehr, sehr stark. Also, für ein Spiel, was es schon so lange gibt, ist das optisch sehr, 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 sehr geil. Also, das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Das lässt sich auch super spielen. Hin und wieder mal ein Absturz, was bei einer Mod ganz normal ist. Das kann immer passieren. Das ist auch, das ist einfach so, das ist eine Modifikation. Ja. Eine eigens entwickelte Karte. Das ist quasi, das ganze Spiel ist quasi grundlegend geändert worden hier drin. Also nicht das ganze Spiel, aber ihr wisst, was ich meine. Großteil ist grundlegend geändert worden. Und wenn es mal zu Abstürzen kommt, ups, dann ist das so. Dann ist das so, wie es ist. Und das ist ja nicht die einzige Modifikation, die jemand abgestürzt ist. Die anderen haben ja die gleichen Probleme. Ne? Deswegen. Ja. Aber ich spiele die Biberfelde-Mod einfach noch gerne. Auch wenn ich sie jetzt mal länger nicht gespielt habe. Aber grundlegend spiele ich sie sehr, 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 sehr gerne. Auch hier die Lichteffekte einfach ziemlich cool. Halt für die Zeit, die es war, ist das, ist das halt alles mega. Es ist einfach ultra gut. Ja. Die Jungs, die Biberfelde Mod entwickelt haben, die hatten ja auch vor einiger Zeit einen dreistündigen Livestream auf Twitch und den habe ich mir auch angeguckt. Wahnsinn. Einfach nur purer Wahnsinn. Richtig, richtig geil, was sie da jetzt schon gezaubert sind. Die sind noch lange nicht fertig, sagen sie, haben sie gesagt. Und mega. Also was sie da gezaubert haben, das ist schon Hut ab. Allein bei der Mod hier schon. Für EM4. Da zieh ich meinen Hut. Ja. So, komm an. Einpacken, mitnehmen. Rennen! Komm, mach stabil und abwarten wir euch hier auf dem Lauer. Sehr, sehr stark. Guck mal, da kommt unser RTW wieder rein. Wir haben morgen 6. Medical emergency. Report of a circulatory collapse. Treat and take the victim away. Der wird hier oben irgendwo liegen. Gut. Schön ist. Schicken wir mal beides eben hoch. Ah, da liegt er. Hans ist nicht so weit zum Krankenhaus. Ja.
dann haben sie es nicht so weit zum Krankenhaus. Ja, sehr, sehr cool. Frau Doktor, hier liegt einer, dem geht's nicht so gut. Kommen Sie mal bitte. Let's go. What's up? On my way. Was mit ihm? Also Autobahn. What's up? We'll be done immediately. On my way. Sehr stark. Mit dem Auto weiter behandelt, kann man auch ganz gut machen. Ein Fahrzeug behandeln. Und da geht die Reise los. Ach, schon eingetroffen im Spital. Wo fährt er hin? Muss er das hier abgeben? Vor allem muss er das hier abgeben. Ich schmeiß den Patienten da raus, oder was? Ich weiß das auch nicht. Ah, da ist das so, wie es ist. Sehr gut. Ob der Doktor hier vorne rauskommt, das weiß man nicht. Halt einmal so die komplette Klinik. Hallo! Ja, sehr, sehr schön. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn du ein Abo da lässt und ein Däumchen nach oben. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dahin, der Kari. Ciao!